Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und das ist der Otis Neo E100. Ich stelle euch heute dieses Gerät vor und dann machen wir noch die kleine Runde. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es schon ein bisschen spät für ein Unboxing, denn das Gerät steht bereits aufgebaut vor mir. Der Grund dafür ist, dass ich dieses Gerät dem Michael vom Kanal Techniktests abgekauft habe. Ja, das Unboxing wäre tatsächlich bei diesem Gerät auch relativ kompliziert geworden, da man hier relativ viel selbst zusammenstecken muss, damit dieses Gerät überhaupt in diesen kleinen Karton passt. Ja, wie ihr bereits schon an meinem Tisch hier sehen könnt, ist das Gerät relativ lang. Das hat allerdings auch den Vorteil, dass man hier eine sehr hohe Lenkstange verbauen kann. Und das ist vor allem für größere Menschen, zu denen ich mich auch schon zählen darf, ein Riesenvorteil. Ja, die Firma Otis hat dieses Gerät jetzt zu uns gebracht. Ursprünglich ist das eigentlich der InMotion L9 bzw. der InMotion S1. Der L9 ist die amerikanische Version und der S1, das ist die europäische Version des Gerätes. Ja, ein paar der tollen Features, die dieses Gerät mitbringt, mussten für den deutschen Markt leider entfernt werden. Hier an der Seite befindet sich eigentlich ein blauer Leuchtstreifen und das Highlight daran ist, dass er beim Einschlag des Lenkers auch blinken tut und automatisch erkennt, in welche Richtung ihr fahrt. Das entgeht uns leider in Deutschland jetzt wieder. Und hier oben, die Lampe, die ist hier so aufgesetzt, die sieht so ein bisschen nachträglich aufgesetzt aus. Und genau das ist sie auch, denn die ursprüngliche sehr helle Beleuchtung oben im Lenker, die musste man leider auch für den deutschen Markt wieder entfernen, weil sie auch wieder nicht Straßen zugelassen ist. Dennoch ist das Gerät jetzt endlich nach Deutschland gekommen und ich freue mich darüber. Natürlich fährt er hier nur 20 km/h und nicht wie ursprünglich 30 km/h. Ja, dann zeige ich euch das Gerät einmal aus der Nähe. Im hinteren Bereich haben wir einen 500 Watt Motor. Wir haben 10 Zoll Luftreifen. Hier hinten, der Teil ist gefedert. Hier unten befinden sich zwei Federelemente. Das Deck ist super lang. Hier ist ein Otis Schriftzug. Und man kann auch die Füße vorne noch neben diese Stange stellen. Hier an der Seite, das ist der Ständer. Der ist relativ Standard. Das hier ist allerdings absolut nicht Standard. Wir haben nämlich zwei Ladeports. Bei dem Gerät handelt es sich um ein 54 Volt System mit einem 12,5 Amperestunden großen Akku. Damit kommt man wahrscheinlich sehr, sehr weit. Also ich gehe von mehr als 40 Kilometer bei meinem Gewicht aus. Auch im vorderen Bereich haben wir eine Federung, ebenfalls Luftreifen mit 10 Zoll. Ich bin nicht ganz sicher. Ich würde tatsächlich auch vermuten, dass es schlauchlose Luftreifen sind, aber da schaue ich lieber nochmal nach und blende es euch ein. Hier an der Seite haben wir die vorgeschriebenen Reflektoren. Hier hinten haben wir auch nochmal einen Reflektor. Das hintere Schutzblech ist hier mit dieser Strebe fest verbunden, kann also nicht klappern. Das finde ich eine sehr gute Sache. Hier sehen wir das integrierte Rücklicht. Der Aufkleber, der ist ein bisschen lose. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich den abmache. Hier sehen wir den Klappmechanismus. Hier oben gibt es einen kleinen Knopf und dann kann man den Hebel umlegen und das geht alles sehr gut. An der anderen Seite haben wir hier das Typenschild, das ist raufgedruckt worden. Axidia International steht hinter Otis. Das sind die gleichen, die auch die Xiaomi-Produkte machen und demnächst auch die Produkte von Navi, denn auch die werden nach Deutschland kommen. Und hier sehen wir den Reifen von der anderen Seite. Ja, hier vorne haben wir noch eine Trommelbremse und hier hinten haben wir eine sehr, sehr starke elektrische Bremse. Die übertrifft wirklich alles, was ich bisher so erleben durfte. Ja, und hier müssen wir auch noch mal kurz unten drunter schauen, damit ihr mal hier die Federelemente im hinteren Bereich seht. Wie ihr seht, sind es zwei Stück. Ich zeige euch jetzt einmal den Klappmechanismus. Wie eben gezeigt, hier gibt es einen Hebel, den drücke ich einfach runter. Dann kann ich das hier lösen, dann öffnet sich hier vorne auch das Gegenstück. Dann kann ich den Lenker einfach umklappen. Hier muss ich unten gegendrücken und dann gibt es hier einen Haken und dann ist das sicher verwahrt. Ja, der Otis, der ist alles andere als leicht. 23,2 Kilogramm wiegt er. Natürlich kriegt man es irgendwie noch mit einer Hand hin, aber sinnvoller ist es auf jeden Fall, den mit zwei Händen zu packen. So, jetzt steht er hier auf dem Boden. Jetzt muss man einfach hier den Hebel lösen, die Lenkstange hochklappen und den Hebel wieder arretieren. Ja, dann noch Ständer rein und dann kann man losfahren. Ja, hier seht ihr mal die Höhe der Lenkstange. Definitiv über meinem Bauch. Die ist wirklich enorm hoch. Ich messe das gleich natürlich auch nochmal nach. Hier seht ihr den Haken vom Klappmechanismus. Wir haben einen Bremshebel. Der bedient die vordere Trommelbremse und die hintere magnetische Bremse.
Hier im Hebel ist die Klingel mit integriert. Die klingt so. Und hier rechts haben wir noch den Gashebel. Sehr schön finde ich das Display, wenn ich das einschalte. Dann kommt hier diese blaue Beleuchtung. Und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von der Beleuchtung, die eigentlich auch hier unten drin ist. Beim InMotion. Aber leider ist es in Deutschland natürlich wieder nicht erlaubt. Ja, wir haben einen Schalter. Mit einem Einfachklick schaltet man die Beleuchtung ein. Das ist die vordere Beleuchtung. Ich bin schon nachts damit gefahren, also die ist okay. Wahrscheinlich wäre allerdings die Beleuchtung, die hier eingebaut war, noch deutlich heller gewesen. Das Rücklicht ist an sich auch nichts Besonderes, aber wie ihr sehen könnt, gibt es eine Bremslichtfunktion. Und somit ist es schon etwas Besonderes. Mit einem Doppelklick kann man die Fahrstufe wechseln. Es gibt Eco, Drive und Sport. Das ist genau das, was der Ninebot Max G30D auch besitzt. Und zudem sehe ich das hier eigentlich als einen sehr starken Konkurrenten an. Denn für 200 Euro mehr kriegt ihr hier eine Menge mehr Leistung, eine Vollfederung und einen tatsächlichen Mehrwert. Der Motor ist auch nochmal deutlich stärker, das werdet ihr dann im Steigungstest sehen. Aber das kann ich euch ja hier schon mal verraten. Ja, dann wollen wir uns einmal kurz die Maße ansehen. Ja, diese Gummimatte hier oben auf dem Trittbrett, die ist 15 cm breit. Das Trittbrett hat insgesamt eine Breite von 19 cm. Ja, und die Länge gemessen von hier beträgt ca. 50 cm. Hier vorne kommen dann natürlich noch ein paar Zentimeter hinzu, denn man kann ja den Fuß auch dorthin stellen. Ja, der Lenker, der hat eine Breite von 53 cm. Und was wirklich bemerkenswert ist, das ist die Lenkerhöhe. Wir sind hier bei 106 bis 107 cm. Die meisten Scooter haben eine Lenkerhöhe von 96 cm oder sowas. Also das sind mal locker 10 cm mehr. Das ist auf jeden Fall für große Leute ein Riesenvorteil. Ja, eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Es gibt hier so ein kleines konstruktionsbedingtes Ding, was nicht ganz so schön ist. Und zwar die Federung, die ist hier aufgehängt. Und wenn man jetzt der Linie folgt, dann landet man hier. Die Achse ist aber hier. Ja, das merkt man auf jeden Fall beim Fahren. Allerdings finde ich nicht, dass dadurch jetzt irgendwelche Instabilitäten reinkommen, sondern der Scooter fährt immer noch sehr gut geradeaus. Beim Lenken hat man es nur ein kleines bisschen schwerer. Das ist ein bisschen ungewohnt, da muss man sich dran gewöhnen. Aber das kriegt eigentlich, denke ich, jeder hin. Das Gerät wird bei Amazon zum Preis von 999 Euro angeboten und ich finde diesen Preis wirklich auch absolut gerechtfertigt. Man bekommt wirklich einen deutlichen Mehrwert zum Ninebot Max G30D. Der Akku ist deutlich größer mit 675 Wattstunden. Man hat hier ein 54 Volt System. Die höhere Spannung, die sorgt dafür, dass der Motor ein bisschen mehr Drehmoment bekommt. Auch dieses Gerät ist vollständig IP-zertifiziert mit dem IP-Schutz 55. Das reicht aus, um damit auch im Regen fahren zu können. Die maximale Leistung des Motors ist mit 900 Watt angegeben. Ja, also ich sag mal, ich komme wirklich gut alle Steigungen damit hoch. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Die Reichweite ist mit 100 Kilometern angegeben bei 675 Wattstunden. Also ich sag mal, mit dem Navi, der hat quasi den gleichen Akku, allerdings auf 48 Volt. Mit dem bin ich 40 Kilometer weit gekommen. Deswegen glaube ich schon, dass ich mit dem Odus hier auf jeden Fall weiter als 40 Kilometer komme. Vielleicht schaffen wir die 50 Kilometer, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wir die 100 Kilometer schaffen. Ich glaube, das ist ein bisschen optimistisch. Ich würde den eher so mit 80 Kilometern angeben. Ja, die 54 Volt, die sind natürlich was Besonderes. Das Ladegerät hat auch noch eine Besonderheit. Die Steckerkontakte sind durch Kunststoff gegenüber Brücken geschützt. Man kann ein zweites Ladegerät kaufen, um die Ladezeit zu halbieren. Das ist allerdings ein bisschen teuer, das zweite Ladegerät. Das kostet 100 Euro extra. Aber es geht und wer das braucht, der wird dieses Geld auch sicherlich investieren wollen. Ja, die Ladezeit ist mit 7 Stunden angegeben. Durch ein zweites Ladegerät kann man das Ganze dann auf 3,5 Stunden verkürzen und das ist wirklich bei dem großen Akku enorm. Ja, das zulässige Gesamtgewicht ist mit 140 Kilogramm angegeben. Durch das Eigengewicht des Scooters kommen wir hier auf eine mögliche Zuladung von 116,8 Kilogramm. Ich habe den Eindruck, dass sich die Hersteller da immer vertun und dass sie das nicht verstehen, was das bedeutet. Das bedeutet halt für uns, dass wir mit der Versicherung Probleme kriegen, wenn wir schwerer sind. Ich habe mit meinen 121 Kilogramm überhaupt keine Probleme mit diesem Gerät.
Und ich bin mir sehr sicher, dass auch noch schwerere Personen keine Probleme mit diesem Gerät haben werden. Ich vermute, dass der Hersteller meint, dass man 140 Kilogramm problemlos zuladen kann und das würde ich hier auch durchaus unterschreiben wollen. Aber so wie das Gerät zugelassen ist, ist das leider nicht möglich, ohne dass uns Konsequenzen hinsichtlich der Versicherung drohen, wenn es zu einem Unfall kommt. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt würde ich euch kurz noch die App zeigen. Das ist die Odys-App, da wird das Gerät auch schon gefunden. Ja, wir sehen hier eine Restreichweite von 93,7 Kilometern, obwohl der Akku bei 100% ist. Ja, wird schon ein bisschen was verloren haben, selten laden. Wir können das Gerät hier sperren. Das sorgt dafür, dass das Hinterrad sich weniger gut drehen lässt. Das habe ich schon ausprobiert. Wir können ihn hier ausschalten. Ja, nett, aber eigentlich ein bisschen sinnlos, die Funktion. Aber okay, es geht. Unter Einstellungen können wir hier den Betriebsmodus wechseln. Wir können das Gerät von Kilometern auf Meilen einstellen. Okay. Dann gibt es hier noch so einen Fehlersuchemodus. Mein Gerät scheint in Ordnung zu sein. Dann gibt es noch ein bisschen was über das Gerät. Der Gesamtkilometerstand ist jetzt 93,7. Von Michael übernommen habe ich das Gerät mit 68,5 Kilometern, glaube ich. Datum der ersten Inbetriebnahme ist der 17.08.2022. Das steht ja auch noch drin. Und die Firmware-Version. Unter Aktualisierung kann man jetzt nach einer aktualisierten Firmware suchen, aber da sagt er mir immer, er hat schon die neueste. So, dann trenne ich das jetzt wieder. Es gibt auch ein Bluetooth-Symbol, was die Verbindung anzeigt. Und da es sich ja bei dem Gerät ursprünglich um ein Gerät von InMotion handelt, habe ich mir auch mal die InMotion-App runtergeladen. Die Registrierung war so ein bisschen tricky, das hat dann am Ende mit einer E-Mail-Adresse funktioniert. Ja, hier wird die Restreichweite mit nur 95 Kilometern angegeben, okay. Ich kann hier die Beleuchtung ein- und ausschalten, das Gerät sperren. Hier steht jetzt nur, der Besitzer kann dieses Feature nutzen, okay, keine Ahnung. Dann könnte man jetzt hier noch ein paar andere Dinge einfügen, aber das Problem ist, dass viele davon nicht funktionieren werden. Ja, hier sind irgendwelche Sachen noch, die ich jetzt nicht erklären kann. Dann gibt es hier noch Zubehör und ein bisschen was über mich. Ich weiß nicht, wie das zu diesem Account kommt, keine Ahnung. Wie gesagt, das war ein bisschen tricky alles. Und hier unten gibt es auch noch ein Einstellungssymbol. Hier kann man das Gerät eigentlich sperren, aber es geht irgendwie nicht. Dann kann man die Beleuchtung einschalten. Und wie man hier sieht, es gibt sogar 4 Modi. Es gibt noch einen Walking-Modus. Ja, Lichteffekte sollen jetzt eingeschaltet sein. Das wären, glaube ich, die hier an der Seite. Turn Signals. Okay, gestern ging es nicht, da kamen immer Fehler. Cruise Control, okay, da kommt ein Fehler. Dann kann man auch hier das Fahrzeug kalibrieren, ein Firmware-Update machen. Auch hier sagt er mir, dass ich schon die letzte Version habe. Und unter Ride Assistance, da gibt es einen Downhill-Assistenten. Und da hatte ich mich schon gefreut, dass ich die Einstellung gefunden habe, wo man das Ganze ausschalten kann. Aber nein, es ist immer noch so, dass er mich bergab sehr stark einbremst und dass man auch bergab mit 20 km/h unterwegs ist. Das funktioniert leider nicht so. Ja, und auch die anderen Schalter, die haben sich jetzt alle zurückgesetzt. Also die App ist jetzt nur so teilweise kompatibel zum Gerät durch das Update von Odys, was darauf ist. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon am Ende mit meiner Vorstellung. Ich habe mir jetzt noch gedacht, wir machen noch schnell die kleine Runde hinterher, dann mache ich das diesmal in einem Video. Ich mache jetzt die kleine Runde mit dem Odys Neo E100. So, los geht's. Die Beschleunigung ist recht gut. Aber leider hört die bei 19 km/h auf. Das Display hingegen zeigt 20 km/h an. Einhändig fahren ist ein kleines bisschen schwierig, dadurch, dass die Achse des Vorderreifens nicht in der Flucht vom Lenker ist, sondern dass die ein bisschen weiter nach vorne ist. Aber wenn man mit zwei Händen anfasst, dann fährt sich das ganz gut. Ja, ich kann hier so ein bisschen wippen. Federwirkung ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, die Geschwindigkeit, die ist ein bisschen schade. Denn wir fahren noch ziemlich genau 19.
Und schon wird man auch vom Radfahrer überholt. Ja, das ist schon der zweite Versuch der kleinen Runde. Eben ist mir die Insta-Kamera runtergefallen, weil eine Halterung von iShocks gebrochen ist. Das finde ich ziemlich schade. Da muss ich mal mich über Amazon beschweren. Zum Glück habe ich da diese Objektivschutzkappen drauf. Aber ich glaube, diese Kappe, die ich jetzt drauf habe, die ist nicht so gut. Die ist von einer Fremdfirma. Ich glaube, an den Übergängen, da verzerrt das Bild. Aber das sehen wir dann gleich in der Aufnahme. Ja, ansonsten so, wenn man mit zwei Händen lenkt, dann ist der eigentlich ganz wendig. Hier vorne ist es kurz dahinter passiert. Hier ist diese Baustelle. Deswegen fahre ich hier jetzt sehr langsam rüber. Denn noch eine Objektivschutzkappe habe ich dann nicht mehr für die Insta. Ja, das Platzangebot. Ich zeige euch, wie ich hier stehe. Da habe ich einige Möglichkeiten. Kann ich ein bisschen nach vorne und nach hinten wandern. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, aktuell haben wir ein bisschen Feierabendverkehr, deswegen ist es ein bisschen voller. Ja, das Motorgeräusch, also den Motor hört man. Aber es ist ein sehr angenehmes, gleichmäßiges Geräusch. Und wenn es mal ein bisschen steiler wird, dann wird der Motor auch lauter. Aber das hören wir dann nachher. Ja, der Lenker, der ist natürlich sehr schön hoch. Dadurch fühlt man sich hier sehr wohl drauf. Ja, da vorne geht es ein bisschen den Berg runter und da kommt dann auch gleich die erste Besonderheit. Der Scooter, der bremst einen gnadenlos ein auf die 20 km/h. Und so fahren wir selbst bergab, nur 19,5. Ja, wen das stört, für den ist der Scooter natürlich nichts. Aber ich persönlich finde den schon ziemlich gut. So, hier vorne biegen wir nach rechts ab. Ja, kleinere Stöße hier im Asphalt werden durch die Federung ausgeglichen. Der Scooter fährt sehr ruhig, quietscht nicht, klappert nichts. Das ist schön. So, da vorne vor der Brücke, da kommt so eine Schwelle. Mal schauen, wie die Federung das handelt. Hier? Ja, na klar, merkt man es noch, aber es ist deutlich gedämpft. Ja, und da vor mir, da ist jetzt dieser gepflasterte Radweg, wo man bei Honeycomb-Reifen schon was merkt. Aber wir haben ja jetzt hier 10 Zoll Luftreifen, die schlauchlos sind. Das fährt sich ganz genauso wie auf Asphalt. So, jetzt geht es ein bisschen den Berg hoch. Aber die Geschwindigkeit bleibt eigentlich bei 20 km/h bzw. 19 km/h. Das ist gut. Ja, mir ist gerade aufgefallen, der Kilometerzähler, der dürfte nicht stimmen. Bei meinem Fehlversuch bin ich auch schon ein bisschen gefahren. Also ich denke nicht, dass wir jetzt schon 5,25 Kilometer haben. Auf dem Trittbrett ist Platz genug, dass man die Füße nebeneinander stellen kann. Obwohl diese Gummimatte da oben nur 15 cm breit ist. Oh, ich habe Glück.
direkt grün. Ja, gegen Radfahrer und vor allem gegen Radfahrer mit E-Bike hat man jetzt keine Chance mit den 19 km/h. Das ist eher ein gemütlicher Scooter, ne? Wir haben auf jeden Fall ordentlich Feierabendverkehr. So, gleich kommen wir vorne zur Fähre. Und da war am Wochenende Strandfest. Mal gucken, ob das noch ist. So, jetzt geht's wieder runter. Und ich merke schon, wie er bremst. Das ist auch völlig unabhängig davon, ob ich loslasse, ob ich Gas gebe. Der bremst euch gnadenlos ein. Beim InMotion L9 oder S1 kann man eine Bergabfahrhilfe ein- und ausstellen. Aber in der Firmware von Otis, die hier drauf ist, da ist das standardmäßig aktiviert und lässt sich auch nicht abschalten. Genauso wie einige andere Funktionen wie Cruise Control, also Tempomat, standardmäßig deaktiviert sind. So, jetzt geht es gleich ein bisschen in den Berg hoch. Und da sind jetzt immer so ein paar kleinere Passagen mit Kopfsteinpflaster dabei. Die Steigung macht ihm hier nichts aus. Und das Kopfsteinpflaster macht ihm auch nichts aus. Da wird er auch nicht besonders laut. Also das federt er wirklich gut weg. Gut, eine ganze Straße würde ich jetzt davon auch nicht haben wollen, aber so kurze Stellen hier, die gehen gut. So, gleich geht's rechts rum und dahinter kommt die stärkste Steigung auf dieser Runde. Okay. So, mal schauen, wie er das macht. Ja, hier dieses Pflaster, das ist wirklich nicht schön. Auch nicht mit den Reifen. Und die Steigung, die beginnt jetzt. Gleich wird es nochmal steiler. Und jetzt merkt man, was er für eine Kraft hat. Und so kommen wir ja relativ problemlos hoch. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen besseres Pflaster. So, vor mir ist jetzt die Brücke. Die haben noch alle Scooter geschafft. Da gehe ich jetzt auch beim Otis Neo E100 von aus. Und vor mir ist der Schotter, jetzt wird vielleicht wieder stark eingebremst. Ja, bei meinem anderen Schotterweg, der auf dem Weg zur Arbeit liegt, da hat die Stadt ganz schlimmen Schotter draufgestreut und ich habe den Eindruck, dass sie das hier auch gemacht haben. Sehr grob, körnigen. Aber hier geht's noch. Das ist richtig fies, finde ich. Aber der Scooter, der macht das gut hier. Kann er schön mit voller Geschwindigkeit fahren. Aber hier sieht man es ganz eindeutig. Hier ist frischer Schotter drauf und der ist ziemlich grobkörnig. Überall, wo ein Loch war. So.
Und wenn keiner entgegenkommt, können wir einfach hier hochfahren. Und da merkt man wieder die Kraft von dem Motor. Das geht sehr gut. Der kann auf jeden Fall in der Steigung auch noch gut beschleunigen. Ja, ich fahre mal so ein bisschen über die Gullideckel hier. Da merkt man nichts. Man hört es nur vom Reifengeräusch. Ja, hier rechts hätte ich ein bisschen abkürzen können. Aber ich fahre natürlich die Runde wie immer. So. Kommt nichts, kommt nichts. Dann fahren wir mal weiter. So, ich nehme jetzt die Gullideckel hier mit. Und ich biege links ab. Ja, wie soll ich sagen? Also mit dem Scooter muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen als mit anderen. Aber man kommt an. Auch wenn das Ziel ein bisschen weiter weg ist, wird der Scooter das Ziel erreichen. Ich bin jetzt schon 9,7 Kilometer gefahren mit dem ersten Versuch, der nicht geklappt hat. Und ich habe noch 5 von 5 Restbalken. Also die Reichweite wird erheblich sein. So, das hat fast geknallt. Ihr seht, die Bremsen gehen auch. Und hier haben wir die letzte Kurve. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Maxgeschwindigkeit 20,7. Ich glaube, das ist ein Rekord nach unten. Wobei der Otis Alpha X3 Pro, der hat das ja auch so gemacht, ne? Der hat dann auch ganz krass beim Bergabfahren abgebremst. Ich glaube, das ist so eine Art Markenzeichen von Otis. Ja, jetzt habt ihr ein paar erste Fahreindrücke von dem Otis Neo E100 gesehen. Mir gefällt dieses Gerät wirklich sehr gut. Ich finde, das ist wirklich eines der Highlights dieses Jahres. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von dem Gerät zeigen und ich bin schon sehr auf den Reichweitentest gespannt. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!